Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Und so wie ich das sehe, es ruckelt mal wieder, die Ruckelgeschichte geht weiter. Ich werde mal kurz eben die Einstellung ändern, also bis gleich, Leute. So, jetzt müsste es besser laufen. Ja, das Ding ist halt, mein PC ist ja nicht so leistungsstark und der kann dieses Spiel nur so ein bisschen flüssig laufen lassen, wenn er auf Speed gestellt ist. Auf Speed, witzig. Ja, ihr wundert euch vielleicht, warum bin ich hier in... Wer ist die Stadt noch? Malvinfro City? Egal. Auf jeden Fall haben wir ein Fossil gekriegt im letzten Part. Und zwei Leute haben mir gesagt, Alter, du kannst da das Fossil eben mal schnell so verändern und so. Nein, Scherz. Ich soll hier mit den Leuten schnacken, dann nehmen sie das an und werden dann ganz einfach das Fossil lebendig machen. Falscher Klick, Missklick. Ja, interessiert mich nicht, ob du Ingenieur bist oder nicht. Von den Fossilen zum Leben erwecken. Ah, und es klappt. Hey, warte, das Teil dort, ist das ein Pokémon-Fossil? Möchtest du das Pokémon wieder zum Leben erwecken? Ich kann dir mit meiner neuesten Entwicklung, dem Fossilregenerator, dabei helfen. Ja, mach das doch mal. Das wäre echt super fair von dir. Es dauert eine Weile, bis der Prozess abgeschlossen ist. Warum schaust du nicht anderen Zeitpunkt? Ja, das machen wir auch. Wir wollen eben was anderes machen. Schauen wir eben das Team an. Weil ich habe mir genau das richtige Fossil ausgesucht. Karl wird uns wieder verlassen. Er wird wieder in der Pension landen. Ja, war nur ein kurzer Auftritt von Karl. Sowas tötet Menschen. Ja, wir bringen ihn wieder eben, in die komische Dingsbumsens da hier, ja, egal, ihr wisst wohin. Bis gleich, Leute. So, Leute, wir sind in der Pension, ja, ich möchte noch einen zur Pflege geben, bitte. Und zwar Karl. So, nimm ihn doch mal. Ach, scheiße, jetzt hat er Pudersand, ne? Verdammt, egal, können wir ihn mal später drauf zurückgreifen. Und... Ja, wie ich schon sagte, oder habe ich es nicht gesagt? Oh Mann, Leute, ich bin so vergesslich heute. Dieses Pokémon, was wir uns jetzt holen, das... Ah, mein Nase juckt. So, jetzt die andere Seite. Ah, okay. Dieses Fossil kann Zerschneider lernen. Da haben wir endlich ein Pokémon mit Zerschneider. Und wisst ihr, was wir in diesem Part dann machen? Gar nichts. Nein, Scherz. Wir werden... Moment. Ja, genau. Wir machen aus diesem Part ein Special. Und zwar werden wir uns um... die Rätsel kümmern. Kein Geld mehr. Ich will unbedingt Schutz, weil die scheiß Pokémon mir wieder auf den Sack gehen. Oh, einen haben wir doch, verdammt. Knut, können wir was verkaufen? Haben wir hier TMs, die wir verkaufen können? Ja, Sandsturm, weg damit. Bam. Und tschüss. Protzer behalten wir noch. Vielleicht kriegen wir nochmal ein Kampf-Pokémon irgendwann, was wir benutzen können, weil Angriff und Verteidigungswerk. Ja. Ah, jetzt habe ich keine. Ah. Ah. So, gib mir mal. Schutz, bitte. Ha! Genau, drei Stück. Danke. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, und ich bin echt glücklich, dass wir endlich ein Pokémon mit Zerschneider kriegen, denn jetzt kann's richtig losgehen, die Reise und so halt und so und ja. So. Ha. Vergiss es, ich will keine wilden Pokémon, ich will einen wilden Schutz. Einen wilden Schutz, witzig, was? Gott, habe ich heute wieder einen Clown gefrühstückt? Nein, ich habe vorhin eine Pizza gegessen. Das interessiert wahrscheinlich gar keinen. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Haha, Zerschneider. Das heißt, wir können ganz, ganz viele Trainer platt machen, die wir vorher nicht erreichen konnten. Und das finde ich Knut, gut. Weil unsere Pokémon brauchen noch ein paar Level vor der nächsten Arena. Und das ist gut, wenn wir dann eben ein super Special machen. Von wegen Rätsel und so. Da gibt es einige Trainer drin. Und dann werden wir die Zerschneiderorte nochmal aufsuchen, um da dann hier voll abzurocken und zu rocken und zu zocken und Drugs and Rock'n'Roll. Nein, Scherz. Gott, ey. Ich sammle heute auch schon wieder Mist. So, danke für deine Geduld. Dein fossiles Pokémon wurde zum neuen Leben erweckt. Das Fossil war ein altertümliches Pokémon, ein Anorit. Kenn ich nicht. Ja, ich möchte Anorit einen Spitznamen geben. Und es ist ein Männchen. Oh, das sieht aber geil aus. Gut, es ist ein Männchen und wir nennen es...
N. Gib mir ein N. Gib mir ein I. Gib mir ein C. Und gib mir ein O. Und das heißt Nico. Ah, okay. Wir haben Nico im Team. Welches Level hat... Welches Level hat dieses Nico? Komm, zeig's mir. Es hat das Level 20. Das ist jetzt ziemlich bitter, weil ich hatte gehofft, dass es ziemlich stärker ist. Ah ja, und in diesen Special. Ja, ich werde das so machen. In Specials können meine Pokémon nicht draufgehen. Klar, Nuzlocke und so, habe ich gesagt. Aber in den Specials ist das besser, wenn wir da dann mal ohne hier Nuzlocke spielen. Weil so können wir wenigstens ein bisschen mehr Spaß dabei haben, denke ich. Kann ich mir jetzt 4 Attacken erlernen? Ja, bitte. Ich habe mir Nico noch gar nicht angeguckt. Kratzer, Lebensula, Aquaknarre. Ha, das ist ja gut. Wir haben... Oh, dann brauchen wir Ram nicht als Wasser-Pokémon nehmen. Jetzt ist nur die Frage, wie ist Nico ausgelegt? Das werden wir mal eben schnell nachprüfen. So, gib mir einen Bericht, bitte. Kampfpanzer, Wert Volltreffer. Oh, geil, keine Volltreffer. Das ist ja mal bombastisch. So, genau, da wollte ich eigentlich hin. Verteidigung, Angriff 45... Alter, das Ding ist ja nur physisch ausgelegt. Fuck! Ich wollte eigentlich das Ding speziell haben, aber egal, egal. Damit können wir auch leben. Hauptsache, wir haben den Zerschneider. Und wir werden alle Ammonit... Ammonit? Nein, nicht Ammonit. Jetzt bin ich schon wieder bei Ammonitas und Amoroso. Nein, wir werden dieses Pokémon auf jeden Fall im Team behalten. Und Leute, ich muss leider wieder eine Pause machen, weil wir jetzt zu dem Rätselhaus gehen. Also, bis gleich. Leute, ich habe mich doch umentschieden. Wir machen jetzt erstmal diese ganzen Trainer. Und ich werde das so machen wie sonst auch. Wenn die Trainer mich angreifen, werde ich wechseln. So, Zerschneider wurde eingesetzt. Hoho, endlich, Zerschneider. Machen wir Doppelkampf? Wollen wir einen Doppelkampf machen? Wäre das sinnvoll? Oder nicht? Oder doch, oder nicht? Ach, ist egal, wir können auch... Ja, machen wir Doppelkampf, rein da in den Kampf. Ja, ich werde euch wieder rausschneiden für die Kämpfe. Ich zeige euch, was die Gegner spielen und damit ihr Bescheid wisst und so. Und ja... Nuzlocke-Pause, das ist doch mal schön. Kein Aufregen, kein Schreien, kein... Ah, Mann, was soll das? Nein! Wir können jetzt ein bisschen entspannter spielen. Zickzack, zickzack, sehr absolute VM-Sklave. Ich habe Darkhex hat mir ein paar Infos gegeben zu den blöden Mist wie Surfer, Zerschneider, Zertrümmerer und Stärke. Alter, ein besseres Opfer kann man ja gar nicht haben. Oh, und ich sehe gerade, Nico hat ganz, ganz seltsame Augen. Sieht aus wie so ein Außerirdischer. Lebensuder, was machen wir denn? Wir setzen Zerschneider gegen, ja, den ein. Und wir setzen Fuchtler. Ah, warum greifst du auch das an? Was soll das? Naja, überleben kann es auf jeden Fall nicht, weil meine Attacke einfach viel zu stark ist. Noch ein Zickzack von Carola. Zerschneider, das macht dich down, down. So, nochmal Erfahrungspunkte, nicht gerade viel. Oh, ein Tackle. Ach Gottchen. Oh, töte mich nicht. Ich habe Angst und du bist down. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ah, jetzt habe ich euch gar nicht rausgeschnitten, Leute. Ah, wir wollen doch Zeit sparen. So, und ansonsten mache ich 2 Videos auf einen Schlag und die lade ich dann auch beide hoch, weil wegen Special und so und ja. Auf jeden Fall, Level sind sehr wichtig jetzt für uns, weil, ich habe eine Nachricht. Level sind sehr wichtig, weil der nächste Arena-Leiter wird uns sonst ziemlich raven, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist mir auch relativ egal und ich bin schon eine ganz schöne Sabbeltasche. Ja, und ein Tränkchen, nett, nice, brauche ich aber nicht. Machen wir noch einen Doppelkampf. Oh, da hätte ich gar keinen Zerschneider einsetzen müssen. Egal. Ah, dieses Mal schneide ich euch raus, Leute, weil... Schaut mal auf den Tacho, wir haben schon wieder 9,5 Minuten. Und haben eigentlich noch so gut wie gar nichts erreicht, außer dass wir jetzt unser Nico gekriegt haben. Ne, Nico? Ja, witzig. Oh, nur 2 Pokémon. Meryl und Trusser, also bis gleich, Leute. So, und da sind wir auch schon wieder. Das war ein recht fixer Kampf. Oh Mann, warum ruckelst du jetzt? Oh, nee, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Och, bitte. Nein, ich will nicht Zerschneider einsetzen. Eigentlich müsste ich jetzt immer Zerschneider einsetzen. Egal, wo ich bin, immer Zerschneider, Zerschneider, Zerschneider. Ah, weil ich war so lange auf Zerschneider. Zerschneiderentzug.
Schutz wird nicht mehr, auch kein Problem. So, wir haben Eta gefunden. Eta. Und Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder beim Rätselhaus. Also bis gleich. So Leute, da sind wir auch schon wieder. Aber wir gehen doch noch nicht in das Rätselhaus. Wir wollen erstmal hier links. Weil hier sind auch noch Zerschneiderbüsche. Büsche. Und da wartet sogar noch ein Doppelkampf auf uns. Oh, Zerschneider. Oh, tolle Sache. Obwohl, ich will lieber, dass hier unser Nico ein paar EP für sich kriegt, weil er noch das niedrigste Level hat. Boah, wie kannst du nur in so etwas Kleines hineinpassen? In was für ein Kleines? Hallo, was soll das? Warum meckerst du mich an? Ich bin der Herz gerade sensibel, du dummes... Ja, Kackbuhn! Verdammt! Knut! Ha! Da ist Knut! Zerschneider, ich schneide euch doch nicht raus. Das könnt ihr jetzt miterleben, live und in Farbe. Er setzt Energiefokus ein, was uns keinen Schaden macht. Er pumpt sich ein bisschen auf, aber ist jetzt auch down. Nico, töte ihn. Alter, Nico hat ja noch gar keine Erfahrungspunkte gekriegt von den letzten Viechern. Junge, das wird noch ein langes Spiel werden mit ihm, glaube ich. Boah, dieses Kind, Alter. Ja, dieses Kind, das ultimativ. Das raped dein ganzes Team. Raped oder raved oder keine Ahnung. Nee, dein Gitarrenspiel hat mich nicht angelockt. Mich haben einfach nur deine Pokémon angelockt. Oh yeah. So, ein Voltoball. Voltoball dürfte auch gar kein Problem sein. Problem. Wir sind Gestein, ne? Sind wir Gestein. Ladevorgang. Oh, es lädt sich auf. Die nächste Elektroattacke wird ultimativ. Ultimate. Lädt sich auf. Und jetzt bist du down. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Leute, ich will mal eben gucken, wer mir da geschrieben hat, aber es kann nur einer sein, und zwar der gute Darkhex. Ja, ich rede viel über Darkhex. Ja. Ich sollte das ein bisschen dezimieren. Ich guck mal eben, bis gleich. So, und zurück sind wir. Wir schnappen uns jetzt hier in den Pokéball. AP Plus, nice. Ist da noch ein Trainer links? Da gucken wir mal eben schnell nach, weil ich ja alle Trainer brauche jetzt. Jeden einzelnen. Ne, das sind nur die komischen Bären und die will ich nicht. Scheiß auf die Bären, was soll denn das? So, und jetzt gehen wir endlich dahin, wo wir hin wollten. Ins Rätselhaus. Und ich glaube, wir kriegen sogar immer was von dem geschenkt, wenn wir das geschafft haben. Und es ruckelt gerade ein bisschen, deswegen hoffe ich einfach mal, dass der Part nicht zu zerstückelt ist. Ansonsten machen wir es nochmal. Ja. Die hat sie schon mal gemacht. Das weiß ich. Zerschneider, bitte. Flock. Weg. Ja, die Animation hätten sie auch ruhig weglassen können, weil so viel will man da gar nicht die ganze Zeit sehen. Ich verstehe das nicht. Warum ruckelt das so? Hallo? Was ist los hier? Hallo? Da ist ja gar nichts. Was soll denn das? Ah. Wir machen eben schnell dieses Haus. Ganz fix und so. So, und das hier auch noch. So, sehr schön. Überall gehäckselte Bäume. Sehr entspannt, sehr ruhig, sehr angenehm. Läuft. Ja, mach nochmal bitte. So, dann gehen wir hier runter. Weil hier ist eine Trainerin und die bewacht die Rolle, die wir haben wollen. Die Musik hier ist ja echt crazy, oder? So, was hast du? Wer ist der Rätselmeister bloß? Der Rätselmeister ist deine Puperze, würde ich mal sagen. Nein, Scherz. Drei Pokémon, Ineko, und ich schneide euch raus, Leute. Bis gleich. Also nervig ist das ja schon, ne? Ich bin Nico, der hat sich nämlich in den Ineko verliebt. Einen Treffer habe ich ihm gegeben. Und danach war er verliebt. Und vorher hat er die ganze Zeit seine Attacke daneben knallen lassen. Und ja. Ey, er setzt der Schneider an. Hey, sauber, Nico. So, 195. Bringt nicht so viel. Oh Mann, ich will mehr. Wir bleiben drin bei Meryl, also piss gleich, Leute. Damit ist das Meryl down. Und das nächste Pokémon, bitte. Ein Knilz. Knilz. Wir bleiben drin. Piss gleich, Leute. So, Leute, der Kampf ist vorbei und unser Nico ist paralysiert. Ganz toll. Super. Klasse.
Ja, den Code haben wir jetzt. Sehr gut. Und wir gehen weiter. Jetzt schnappen wir uns noch diesen Trainer. Warum ruckelst du jetzt so? Was soll denn das? Oh mein Gott. So, nächster Trainer bitte. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nami, warum guckst du mich so an? Ich sehe komisch aus mit den Kopfhörern, ne? So, Zickzacks, bis gleich, Leute. So, Zickzacks ist down. Und immer noch kein Level up. Alter, noch ein Zickzacks, bis gleich. So, ist down. Weiter geht's. Und Level up. Sauber. Henry wurde besiegt. Armes Henry. So, ich glaube, wir haben jetzt schon den richtigen Weg, aber ich will auf jeden Fall den Packwald da gleich noch einsammeln. Weil ich es kann. Ja, der richtige Weg, aber da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen hier erstmal jetzt den Büsch zerschneiden. So. Ah, Fliege. So, der Busch ist down. Mann, 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 Mann. Ich schnack schon wieder zu viel. So, Zickzack. Toll, ein Zickzacksbrief. Steht da wenigstens was drin? Prüfen. Nee, da steht nichts drin. Toll, kann verkauft werden. Ist bestimmt nicht mal viel wert. Weil wegen gefunden und so. Wir hätten ja mal ruhig einen Nugget oder so finden können, weil Kohle ist rare. So, du Rätselmeister. Ja, Rätselmeister ist sagenhaft. Das Schloss klickt und fertig. So, Ola, Opa, was geht ab? Ah, du hast mich gefunden. Du bist verdammt schlau. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, all die Bäume zu pflanzen. Du bist meiner Größe fast ebenbürtig. Bis auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Gut, du hast dir diese Belohnung verdient. Ein Sonderbonbon. Sauber. Putze das selbstgefällige Grinsen von der Backe. Du hast. Doch hast du nicht gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden, die dich zu Fall bringen. Zum Grinsen hast du erst Grund. Wenn du es geschafft hast, komm wieder, wenn ich die nächste Falle so installiert habe. So, wir gehen raus. Fix, 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 fix. Ein bisschen schneller, bitte. Mann, denn Goku, beeil dich. Wir haben keine Zeit. Wir haben schon wieder fast 20 Minuten. Ah, wir wollen Action sehen. Wir wollen Action sehen. So. Raus. Und wieder rein. So, jetzt mal schauen. Du wirst beobachtet. Ha! Habt ihr das gesehen? Hier hat was geblinkt. Erwischt. Was? Woher wusstest du, dass ich mich hinter dem Baum versteckt hatte? Clever. Du bist hier, um mein Rätselhaus herauszufordern, oder? Deshalb bist du doch hier. Ja, ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Tritt hinter diese Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich warte im hinteren Bereich. Tschüss. So, da wollen wir hinter. Komm schon. Was haben wir jetzt für ein Rätsel? Löcher. Warum Löcher? Warum sind hier Löcher? Ah, mein Pokémon ist immer Wellenbrief. Ich bin immer noch paralysiert. Leute, ich gehe mich mal eben schnell healen. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Und wir machen weiter im Rätselhaus. Und ich glaube, die Trainer werden jetzt auch immer stärker. Das heißt, der müsste jetzt schon Level 16er oder 18er haben. Irgendwie so in dem Schnitt, würde ich sagen. So, was bietest du? Ein Kamaup. Level 15. Ah, Leute, wir sehen uns gleich. So, Kamaup ist down. Zweimal Aquaknarre und das war's. Wingull. Ja, wir bleiben drin. Bis gleich, Leute. Auch Wingull musste das Zeitliche segnen. Tschüss, Wingull. Und Mirapla. Wir bleiben drin. Bis gleich, Leute. Und es ist down. Fertig. Ta-ta-da, ta-ta-da. Jürgen haben wir down gemacht. Nächster Trainer, bitte. Wo ist er denn? Oh, wir müssen in die Löcher, oder wie läuft das hier jetzt? Ach, jetzt habe ich hier, mit den Hebeln kann man, glaube ich, die Löcher schließen, ne? Das ist ja schon mal Knut zu wissen.
Wo können wir jetzt lang? Da oben. 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 Sehr gut. Da haben wir den nächsten. Aber erstmal holen wir uns den Pokéball. Ein Hafenbrief. Oh Mann, was soll ich mit diesen ganzen verkackten Briefen? Ich schreibe keine Briefe. In der, im Together sind vielleicht die Briefe nützlich, weil dann kann man so wenig seinen Teamkameraden eine Nachricht zukommen lassen. Wenn man clever ist und daran denkt. Weil in der Together sieht man ja nicht, was die anderen... Also man findet sich ja einfach an irgendeiner Stelle wieder. Und das ist das Negative an einem Together. Man weiß halt nicht, was die anderen schon gemacht haben und so und wie es weitergehen soll. Und dafür sind dann halt die Briefe gut. Und ich sammle schon wieder ein bisschen viel. Leute, nächster Gegner und weiter geht's. Ein Trassler. Okay, da könnt ihr auch mit drin bleiben. Das machen wir alle zusammen. We stay together, hand in hand und so. Hey, und es ist down von einem Zerschneider. Respekt. Du, 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 du. Also dieses Rätsel ist ja jetzt mal überhaupt nicht episch. Oh, oh, da will ich noch nicht hin. Ich werfe mal den Hebel da. So. Ha, und es ist noch geschlossen. Was soll sowas? Nein, hier war der Pokéball. Kommen wir da jetzt am besten hin? Ach, da. Ah. Dann machen wir erstmal die Trainerin. Dann müssen wir sowieso. Nami, kommst du aus dem Karton da raus? Ja, ich bin am Umziehen und Nami kriegt gerne in Kartons. Und macht die kaputt. Fräulein? Nami. Ah, ein Knilz. Okay. Knut. Wir bleiben voll bei der Sache. Zerschneider und so. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Pokémon die hat. Oh, wenigstens kein Paralyse oder so. Und ich wette, gleich werde ich paralysiert. Aus, aus, Knirz ist down. Papinella, oh, wie süß, wir bleiben drin. Leute, ich mach das schnell down, wir sehen uns gleich wieder. So, es ist down. Oh, davon könnten ruhig mehr kommen. Mit so viel EP, das bringt mir einiges. So, jetzt der letzte Hebel. Einmal drauf treten und fertig ist die Sache. Sehr gut. Und jetzt dahin laufen und laufen und laufen und laufen. Ja. Sehr gut. Oh je, schon wieder so viele Minuten weg. Aber ich will das hier jetzt alles in einem Special irgendwie reinballern. Weil wegen... Ja, wir wollen uns ja auch auf andere Sachen konzentrieren. Ich würde sagen... Ich glaube im Moment noch nicht, dass das Training hier gegen die ganzen Trainer reicht, um gegen den Arena-Leiter zu kämpfen. Deshalb werde ich nochmal ein bisschen offscreen trainieren. So. Ja, Rätselmeister ist gewieft. Schön, interessiert kein. Tschüss. Da haben wir schon wieder den kleinen Affen. Und was kriege ich diesmal von dir? Ah, du hast mich gefunden. Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, um das Labyrinth anzulegen. Du bist meiner Größe fast ebenbürtig. Bis auf 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Ah, keine 6 mehr. Gut, du hast dir diese Belohnung verdient. Timerball. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Leute, ich gehe aus dem Haus raus. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, und jetzt gehen wir gemeinsam wieder rein. Du wirst beobachtet. Ha! Gesehen! Habt ihr es auch gesehen? Hier bei der Schublade. Tada! Woher musstest du einen versteckt hatte? Ja, das muss ich jetzt nicht alles vorlesen. Uns geht die Zeit flöten. Ah, und ich habe Bedenken, dass die Aufnahme gleich noch in Ordnung ist. Ich hoffe einfach mal. Weil, wenn das wirklich... Oh, Zertrümmerer. Sehr gut. Haben wir auch. Ah, erstmal heilen. Weil wir haben fast keine KP mehr. Ah ja, ich habe vorhin ein bisschen eingekauft. Ich bin auch zum Strand gegangen und habe eine Sprudel gekauft. So. Nächster Trainer, bitte. Und was für Pokémon hast du? Mit was für einem Level? Zeig's mir. Oh, ein Kakleon. Ein Kakleon. Ach du Scheiße. Das Level ist gar nicht so witzig. Zerschneider. Oh, und der Schaden ist auch nicht witzig. Leute, ich schneide euch gleich wieder rein. Piss gleich. Alter Spiel, dieses Kakleon hat mich hier ganz schön unter Druck gesetzt, würde ich mal sagen. Junge, Junge.
Ah, lernen wir auch irgendwann Zerschneider, sag ich schon. Ah, ich meine natürlich, lernen wir irgendwann auch noch hier Dings. Schlitzer. Weil Schlitzer wäre ja super episch. So, noch ein Sprudel. Guten Durst, Nico. So, aber ich glaube, wir müssen gleich schon wieder den Part beenden. Weil sonst haben wir wieder so viel Zeit weg und so. Und ah, Trainer. Den nehmen wir uns noch. Ja, nach dem Rätsel werde ich den Part beenden. Und wenn da noch was übrig ist, dann werden wir daraus noch ein Part machen. Nicht? Joa. Was hast du? Kleinstein. Bis gleich, Leute. Setzt Nastnet ein und ich habe einen Steinwurf abgekriegt und bin fast down. Nein, ich wollte mich heilen. Verdammt. Ah, oh, das sieht ja gar nichts. Dönerwelle. Kreativ. Wir healen uns mal eben schnell. So, Sprudel, bitte. Ja, ich würde mal sagen, die Trainer setzen mich jetzt ganz schön unter Druck hier. Macht Härtner. Auch nicht schlecht, aber bringt dir nichts. Und warum bringt dir das nichts? Genau. Weil ich dich eher speziell angreife mit Aquaknarre. Ich schneide dich raus, Leute. Piss gleich. Was soll denn... Achso, ich kann nicht fliehen. Okay. Ey, das Vieh ist so blöd. Das setzt die ganze Zeit nur Härtner ein. Der Wahnsinn. Und es ist down. So, was setzt sie jetzt noch ein? Oh, Mann. Nico, wie viel braucht... ein Georock. Wir bleiben natürlich drin. Leute, ich schneide raus. Piss gleich. Ja, ich habe einen Steinwurf und eine Intensität abgekriegt und das war's dann auch mit meinem netten Pokémon. So, Furay, du bist dran. Wie gesagt, Nuzlocke ist jetzt ausgeschaltet, aber nur für das Special. Ah, genau, ich setze Konter ein und es geht daneben. Das war so logisch. So, jetzt aber. Oh mein Gott, anstatt anzugreifen, ne? Oh, du blödes Mistvieh. Hallo. Der ganze Weg ist frei. Du kannst mich so attackieren, wie du möchtest. Es passiert auch nichts. Du kriegst vielleicht die doppelte Kraft zurück, aber naja. So, Konter, bam, down. Und tschüss. Das müsste eigentlich sehr effektiv gewesen sein. Sehr gut. Free Ray erreicht Level 28. Wir machen das jetzt mal ganz gefuchst. Wir geben unserem Nico den Sonderbonbon. Und dann wollen die nochmal ins Center rennen und so. Und dann geben wir ihm noch ein Sprudel. Einmal schön ein bisschen healen. So, fertig. So. Weiter geht's. Ja, was muss ich jetzt hier machen? Erstmal auf den darauf. Und dann gucken wir, ob wir noch Trainerkämpfe machen können. Ja, da! Und da sind sogar zwei Items. So, was hast du, Madame? Iniko, hey! Und das wieder mit dem blöden Schambolzen, verdammt. Ja, Leute, bis gleich. Schnelles Spiel, kein Schambolzen, sehr gut. Und... Oh, Nico, was soll das? Warum brauchst du so viel? So, Wablu, bis gleich. So, Nico pennt die ganze Zeit. Dieses Wablu geht mir ziemlich auf die Nüsse. Hallo? Hallo? Ja? Dreimal getroffen. Bodyguard lässt nach. Kannst jetzt wieder aufwachen. Ist aufgewacht. Macht Zerschneider. Los, triff. Down. Fertig. Mann. So eine schwere Geburt. Ja, und ich werde Nico das nächste Mal noch bis auf Level 27 bringen, genauso wie die anderen auch. Das wird ein bisschen dauern, aber naja, Schwund ist überall. So, Waldbrief. Hey, wir finden wieder Briefe ohne Ende, die werde ich alle verkaufen. Das interessiert mich im feuchten Furz. Dunkel... Oh Mann, kann da nicht mal irgendwas Besonderes an Items sein oder so? Irgendwas, was sich lohnt? So, der da? Aber wie mies ist das denn? So ein Hin und Her hier, was soll denn das? So, dann nehmen wir den Schalter da. Schalter da. Sehr gut. Und ja, witzig, jetzt sind die beiden wieder blockiert. Oh, so ein Rotz. Der da. So, hast du jetzt offen? Hast du jetzt den Arsch offen? Nein, natürlich nicht, oder?
Nein. Ja, sehr gut. Haha. Schriftrolle gefunden. Ich habe den Geheimcode auswendig gelernt, weil ich so schlau bin. Dumm, aber schlau. Ich bin dumm, aber schlau. Und so. Ah, ich hab's gewusst. Ah, ich will da rein. Nehmen wir mal den hier direkt. Vielleicht bringt der was. So. Jetzt ist dazu und dann komme ich wieder nicht rein, ne? Ah, natürlich. Ach, leck mich doch am Arsch. Warte mal, drücken wir erstmal den da. Oh, diese... Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich eingesperrt. Ah. Ich hasse solche Rätsel. Da krieg ich echt Plack von. So, kannst jetzt mal auf sein. Ah, und der... Irgendwie mache ich hier irgendwas falsch. Der da oben war es nicht, der war es nicht, der hier unten ist es nicht. Welcher ist es denn dann? Hier ist ja sonst nichts. Ah, ich muss irgendeine Kombination bestimmt machen. So, jetzt ist hier unten auf, aber bestimmt oben wieder zu. Es ist auf! Ja! Sauber. So, oh Gott, über 30 Minuten. Bestimmt ist er ganz hart zerfetzt. So, schnacken wir mal schnell mit dem. Ah, du hast mich gefunden, verdammt. Du bist mir große Hilfe, bis auf 1, 2, 3, 4 Punkte, okay? Granitstein. Oh, das macht Gesteinattacken stärker, ne? Sehr gut. So, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich draußen bin. Bis gleich und tschüss. Leute, das Witzige ist, das waren erstmal alle Rätsel, weil jetzt steht er hier vor. Das heißt, er hat keine mehr. Da müssen wir warten, bis wir die nächsten Arena und so gemacht haben. So, hat ja super gepasst, das ganze Special in einem Part. Also Leute, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Smaragd im Zeichen der Nassau Challenge. Schaust da rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku.